Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Ich bin im wahrsten Sinne des Wortes sprachlos. Also ich fand es super heute, es war echt grandios. Es waren unfassbar viele Teilnehmer und Zuschauer am Start. Ich fand es klasse. Ich fand die Stimmung super cool. Es war sehr, sehr cool, mit Freunden zu slacken und das Publikum als verstärkt zu haben. Und insgesamt war es auf jeden Fall, also auch während ich auf der Leine stand, echt ziemlich coole Stimmung. Das war ziemlich krass, ehrlich gesagt. Gerade so der Florian und der Sam. Umso erschreckender war es halt eigentlich, dass die schon in der ersten Runde gegeneinander waren. Das war halt schon so eine... Ja, es war im Prinzip schon ein kleines Finale. Also ich dachte am Anfang, dass die beiden im Finale sind. Und sonst auch die anderen, der Simon und so, die haben schon alle ein ziemlich hohes Niveau. Die Konkurrenz war stark. Sehr starke Leute dabei, hatte sehr interessante Battles. Vor allem natürlich das erste gegen das Sam. Das war phänomenal. Also diese vielen Backflips vom Sam und auch der Butter-Backflip vom Flo und so, die waren einfach das Highlight und auch der Matchflip vom Simon, Weltklasse-Niveau. Das Bewertungssystem war in dem Fall so, dass die Contest-Teilnehmer sich gegenseitig bewertet haben. Es ist ein bisschen neues Muster, was so noch nicht so häufig benutzt worden ist, aber was sehr, sehr gut angenommen wird, gerade bei den Contest-Teilnehmern selbst. Ich fand es ziemlich cool. Ich fand es vor allem auch gut, dass die Contest-Teilnehmer auch selber wählen konnten, wen sie besser fanden. Ich finde immer, die Teilnehmer, die mitmachen, die sind noch auf dem neuesten Stand der Dinge, was die Tricks angeht. Ich fand das Bewertungssystem super. Ich finde es ziemlich fair. Die Leute, die wirklich am meisten Ahnung von den ganzen Tricks und von dem ganzen Snack-Stil haben, nämlich die Athleten selber bewerten. Und das finde ich wirklich fair. Und auch die Entscheidungen waren immer nachvollziehbar und ziemlich ausgeglichen. Ich hätte nie gedacht, dass ich so weit komme. Sehr zufrieden. Ich bin vor allem zufrieden, dass wir von der Stimmung her durchgehend gute Stimmung hatten. Das heißt, nicht nur im Finale, nicht nur im Halbfinale, sondern von der Quali über das Viertelfinale, Achtelfinale immer Top-Stimmung war.